wieder arbeiten, aber die Kinder wollen ja eine Ostergeschichte. Jetzt schaut ja der Oskar und der Kaspar zu. Boah, aber Kinder, ich weiß schon, ich habe eine Ostergeschichte, weil dies Jahr ist alles anders. Alles ist knapp. Die Eier sind knapp, die Farben sind knapp. Alles ist knapp. Nur, was es gut gibt, ist Appetit. Der ist nicht knapp. Also, ich weiß ja nicht, aber der Kaspar hat gesagt, am Schloss ist auch alles knapp. Hallo, hallo, ich komme gerade vom Schloss. Der Herr König lässt ausrichten, er braucht noch viele bunte Eier. Und zwar gleich bunt, nicht später bunt, gleich bunt, weil unsere Farben aus sind. Sag das mal schnell weiter. Ja, du bist gut, sag's doch selber weiter. Ah, jetzt muss ich noch länger warten. Die am Schloss machen mir so einen Stress, weil Ostern steht vor der Tür. Nicht so, wie ihr meint, Kinder, vor der Tür kann gar kein Ostern stehen. Ich meine, Ostern kommt bald. Gar nicht mehr lang. Und dann ist Ostern und dann müssen wir suchen. Und wenn keine Eier sind, was sollen wir dann suchen? Auch blöd, gell? Ei, was tust denn hier für Theater? Ich mach gar kein Theater, Kaspar. Der König, ich hab's gerade schon gesagt, der König braucht bunte Eier dies Jahr. Und der lässt alle lässt er im Volk suchen. Und wir haben gedacht, wenn einer was findet, dann der Kaspar. Viel Spaß beim Suchen, bunte Eier. Oh, immer habe ich die Karte. Ist echt blöd. Ach, ich weiß, wem ich sag. Ich sag's dem Haas. Der kommt hier immer vorbei. Was machst du denn in meinem Terrain? Wie der Franzose sagt. Haas, dies Jahr reicht's nicht, wenn du weiße Eier bringst. Du musst gleich bunte Eier bringen. Vielleicht sagst du das deinem Lieferanten. Puh, mein Lieferanten? Ich tue doch keine Extraschicht wegen Corona oder so. Mir wurscht wie, jetzt hast du den schwarzen Peter. Oh Mann. Ich weiß, wen ich sag. Ich sag's dem alten Troll. Troll! Ich wollte sagen, der Troll ist krank, der hat Husten. 39 und 12 Fieber. Corona! Nein, der hat wieder so früh im Teich gebadet. Aber er sagt, ich soll fragen, um was geht. Also hör, wir brauchen Eier und zwar bunt. Gleich bunt, nicht anmalen, gleich bunt. Ist nicht mein Job, muss wen anders fragen, mein Mann ist aus dem Krankenhaus. Dann gehe ich halt gleich dahin, wo die Eier machen. Ah, da ist ja schon so ein Eierleger. Hallo, hallo. Hallo. Sie sind doch die eierlegende Huhnfrau, oder? Wo haben Sie das denn gehört? Ja, das sieht man doch. Sie sind gelb und Sie können doch sicher für mich ein paar Eier rauslegen. Das war aber noch nie so. Wo brauchen Sie denn die Eier? Ja, zu Ostern, aber Sie sind doch ein Huhn. Sehe ich wie ein Huhn für Sie aus? Musste ich jetzt mal aus der Ferne. Ja, ja, doch, mit so einem Schnabel und so gelb. Ja, ja, doch. Aber jetzt muss ich sagen, vielleicht bin ich ein Huhn, jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber nein. Nein, Quatsch, ich bin eine Ente. Ach, Mist. Sagen Sie mal, wo ist das nächste Huhn hier unterwegs? Das nächste Huhn? Am Teich da lang. Ja. Immer weiter. Ja. Dann kommen Sie an den Bäumen vorbei, ja, die schön grün sind. Ja. Genau, ja, da geht der besten nicht lang, ja, sondern sich links lang. Einfach links geradeaus, dann kommt sie zum Hühnerstall. Ja. Super. Ja. Tschüss, danke. Auf Wiedersehen. Ja.
Also am Teich lang, links an den Bäumen, am Stall und dann beim Huhn. Da ist es ja. Quiek, quiek. Gack, 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 mach doch ein Huhn, nicht quiek, quiek. Ist denn jemand auf deinen Schwäner gestiegen, oder was? Wir haben einen Frosch im Hals. Achso, ein Frosch, nein, ich wollte ein Huhn. Ein Frosch im Hals. Huhn, hör mal, du kannst doch Eier legen, oder? Endlich bin ich richtig. Das ist meine Hauptaufgabe, endlich. Jawohl. Schön, also von Beruf bist du doch der Eierleger. Dann hätte ich gerne, dass du dieses Jahr ganz viele bunte Eier legst. Mach mal, probier mal. Ich guck auch weg. Okay. Wenn jemand aufs Klo geht, dann guckt man auch immer weg. Okay. Dreimal atmen, tief atmen, jetzt geht's los. Soll ich mitatmen? Wie beim Kinderkriegen? Nein, das ist was ganz anderes. Das ist Eierkriegen. Ach, das ist was ganz anderes. Machst du alleine? Genau. Gut. Ja, geht's jetzt noch? Jetzt gleich. Ja, jetzt kommt ein ganz buntes Ei raus. Da kommt's. Oh Mann, das ist doch weiß. Ich hab gesagt, bunt. Kannst du vielleicht mal ein buntes Ei legen für Schloss? Ist ja Wahnsinn, da kann man sagen, was man will. Kriegt man immer nur so Weißeier, bunt. Okay, das ist mir peinlich, aber ja, okay, ich glaube... Ich schau auch weg. Okay, das wird helfen. Das heißt, doppeltes Pressen, doppelte Motivation, dann wird sicher bunt. Ich denke jetzt einmal lila Ei, komm schon, lila Ei. Okay, lila Ei. Und jetzt geht's los. Lila Ei, komm schon. Das hat das ganz mir zu verdanken. Ja, toll. Dann zaus ich schnell aufs Schloss und sag Bescheid. Bravo, das hast du sehr gut gemacht. Wir können später über die Belohnung reden. Und dann muss ich aufs Schloss. Okay, dann stelle ich das einmal derweil hier ab. Hier, da steht's gut. So, und dann mache ich den Mittagsschlaf, das war anstrengend.